Willkommen bei Führerscheintrainer mit Meyers TV. So, heute geht's mal zum Bogen 3. Wir wollen lernen. Wie müssen Sie sich verhalten? Hier Kinder, da Kinder. Die wollen alle rüber wahrscheinlich. Mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren. Nein, sofort stark bremsen und bremsbereit bleiben. Ja, war gut so. So, schauen wir uns das Video an. Baustelle, Leute. Vorfahrt beachten. Radfahrer, typisch, das kenne ich. Ich sage ja, Bakterien in der Stadt. Die kennen keine Verkehrsregeln. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation? Ich hupe und fahre weiter. Nein, ich führe eine Gefahrenbremsung durch. Ja. Beschleunigen. Man wünscht es sich bei solchen Radfahrern, aber das arme Auto. Wie sollten Sie sich verhalten? Hier ist wahrscheinlich was. Also ich weiß nicht, was das ist, aber es scheint ein Mensch zu sein. Unverändert weiterfahren, bremsbereit bleiben. Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. Worauf müssen Sie innerorts an Kreuzungen und Einmündungen besonders achten? Die breitere Straße ist immer bevorrechtigt. Nicht immer. Nicht immer. An allen Kreuzungen und Einmündungen gilt ausnahmslos die Regel rechts vor links, aber nicht immer. Kreuzende oder einmündende Straßen können bevorrechtigt sein, obwohl sie schmal oder weniger gut. Ja, ich würde das nehmen. Was sollten Sie bei Elektrofahrrädern im Straßenverkehr beachten? E-Bikes, ich hatte sowas noch nie, können in der Geschwindigkeit leicht unterschätzt werden. Ja, weil sie schneller sind. Im Aussehen schwer von herkömmlichen Fahrrädern zu unterscheiden. Es gibt heutzutage solche Fahrräder. Leicht am Motorgeräusch erkannt werden. Nee, haben doch kein Motorgeräusch, ein Elektrobike. Das ist ja schon schlimm mit den Elektroautos, die man gar nicht hört. Also einmal Neuruppin, bekannter von uns, hat ein Elektroauto. Also ich will über die Straße. Der fährt da, ich habe den nicht gehört, ich hab den nur gesehen, wie er vorbeigerast ist, aber ich habe den absolut nicht gehört. Das Ding war lautlos. Das ist echt eine Gefahr, habe ich ihm auch gesagt. Er hat, ja, er hasst dieses Motorgeräusch. Er hat, ja, wenn er andere überfahren möchte, weil sie sein Auto nicht hören, ist das seine Sache. Da hat er mich drauf angeschaut. Sie fahren auf einer neu angelegten Straße durch bewaldetes Gebiet. Womit müssen Sie rechnen? Auf neu angelegten Straßen sind Wildunfälle nicht zu erwarten. Dieses nicht stört mich hier. Wild überquert unerwartet die Fahrbahn, ja, weil die die Strecke noch nicht kennen, mit einem Hindernis durch einen Wildunfall. Worauf müssen Sie sich in dieser Situation einstellen? Zwei Autos, okay. Das Verkehrszeichen durch den LKW überdeckt ist. Ja, ist meistens so. Da sucht man immer das Verkehrszeichen. Dann überholt man, dann war dann 30er-Schild, man ist dann mit 50er lang gefahren. Und zufälligerweise ist da nur noch ein Blitzer. Weil man das Verkehrszeichen nicht sieht oder durch Bäume verdeckt ist, dass Gegenverkehr auftaucht, von der Seite zum Beispiel. Ja. Dass der LKW-Fahrer auf der Fahrbahn springt? Wie soll der springen? Hier auch? Ach, auf die Fahrbahn springt. Mal gucken. Ah, schaut mal hier. Das meinen die damit. Stimmt, wenn hier die Tür offen ist, kann der aussteigen. Haben Sie vollkommen recht. Mache ich mal so. Die Tür habe ich nicht gesehen. Absolut nicht. Warum ist man nach dem Konsum der Droge Neff oder Meff fahruntauglich? Weil plötzlich Erschöpfung eintreten können, weil Wahrnehmungsprobleme, ja, weil die eigene Leistungsfähigkeit überschätzt werden kann. Ja. Wovon hängt der einzelne Abstand vom vorausfahrenden Fahrzeug ab? Von der Geschwindigkeit auf jeden Fall.
und von der Fahrbahnbeschaffenheit und von Sichtverhältnis. Welches Verhalten ist richtig? Ich habe Vorfahrt beachten, er dann natürlich auch. Das ist die Vorfahrtsstraße. Er fährt geradeaus, ich biege ab. Also ich verlasse meine Fahrspur und er aber nicht. Also muss ich warten. Ich muss das gelbe Fahrzeug durchfahren lassen. Schon wieder ein Video. So, wieder einengende Spur. Haben wir schon wieder. Diesmal sind keine keine Motorradfahrer. Etwas verändert. Das Video hatten wir schon mal, nur ohne Motorradfahrer. Verzögern, beschleunigen. Also mir fällt nichts weiteres ein, außer verzögern. Beschleunigen und alles mögliche wäre blödsinnig. Schon wieder ein Video. Zwei Motorradfahrer. Okay. Aber hatten wir das nicht schon gerade gehabt? Ist das wieder doppelt oder was? Es ist doch der Bogen 2. 3. Also ehrlich, ich mache wieder verzögern, weil mich wundert gerade, das Video war ja schon mal gewesen. In welchem Bereich vor und hinter der Kreuzung ist einmündendes Parken verboten? Ich glaube, das waren 5 Meter. Also 5 Meter. Genau. Hatte ich doch richtig geschätzt. Sie nähern sich einem Bahnübergang. Die Schranke beginnt sich zu senken. Wie müssen Sie sich verhalten? Ich fahre weiter. Nein. Ich halte das Warnblinklicht ein. Nein. Ich warte vor dem Andreaskreuz. Warum muss ich den Warnblinkanlage einschalten? Das Ding leuchtet doch schon. Sie kommen an eine Kreuzung, an der Sie die Vorfahrtsstraße oder Vorfahrtlage nicht gleich überblicken. Wie verhalten Sie sich? Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit anderen verständigen? Okay. Als geradeausfahrer immer durchfahren? Nein, es kann jetzt einer die Vorfahrt beachten haben und das andere ist die Vorfahrtsstraße. Und derjenige weiß, dass es eine Vorfahrtsstraße ist, dann ist da mein Auto drin. Ne? Nach dem Motto, ja. So, dann gibt es nach der Regel noch rechts vor links fahren. Wenn man sich überblicken kann. Ich nehme es mal mit rein. Nee, war doch falsch. Gut, okay. So wie ich das eigentlich immer gemacht habe, auf solchen Straßen beobachten und sich gegebenenfalls einordnen. Okay, dann mache ich mal so. Gut, weiter. Welches Verhalten ist richtig? Rechts vor links übrigens hier. Also alles rechts vor links. Der Motorradfahrer hat definitiv Vorfahrt. Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen. Klar. Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen. Nein, wenn ich verlasse die rechts vor links Straßen, er fährt geradeaus. Ich muss den Radfahrer also durchfahren lassen. Genau. So. Welches Verhalten ist richtig? Gott. Jetzt lass mal eine Straße. Eigentlich muss ich komplett warten. Nee. Ich komme ja von rechts. Ich lasse den Motorradfahrer, nein, ich lasse den PKW abbiegen. Ich lasse das Motorrad